Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu My Summer Car. Wir machen wieder weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe schon mal angefangen zu tanken und wir sind gerade am Ende. Sehr schön, der Tank ist voll. Dann drehe ich mal den Stoppel wieder drauf hier. So, ich hänge mal die Sache ein. Jawohl. Sehr schön. So. Ah, wir können wieder... Oh, der Dödel, der fährt wieder wie eine gesenkte Sau da rum. Wir können wieder die Kästen einlösen. Ja, wir machen es einfach mal so. Weil es möglich ist, machen wir es einfach so. Es ist mehr wert wie ein paar Flaschen, die wir jetzt hier haben. Ja, du bist eine Flasche. Hey, wenn du das nochmal sagst, dann kriegst du von mir aber eine. Ja, die Scheibe von dem Truck ist immer noch draußen. Ich habe nicht gespeichert zwischendrin. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich hoffe, dass nichts passiert. Man kann halt jetzt einfach mal so speichern, ne? Das ist halt auch so eine Sache. So, der Kasten ist bald leer. Dann sammle ich mal die leeren Flaschen ein. Das sind jetzt schon ein paar. Die anderen sind mir jetzt auch egal, die wir jetzt sonst wo hingeschmissen haben. So. Dann stellen wir den Kasten wieder dort runter. So. Klappe zu, auf den Tod, und die nehmen wir auch noch mit. Das ist komisch, die liegen immer wieder genau an der Stelle. Das ist sehr eigenartig. Also irgendwie kann das Spiel nicht damit umgehen, weil sonst würden sie eh nur auf dem Schrottplatz liegen. Ja, servus. Ah, da liegt ja noch meine Kohle. Die habe ich vergessen. Danke, dass du sie aufbewahrt hast. Und das Zweitaktöl. 463,19 ist die Tankrechnung. Ja, die berappen wir gleich mal. Und dann... Bucket Sponge, Empty Bottle. Was, ein Hund wolltest du haben? Irgendwann haben wir ja 20 Kisten zum Abgeben. So, unsere 87 Merker. Die ziehen wir ab von den 400 hier. So, danke. Und er labert und labert. Ich verstehe nicht. So. Kylillä sitten siellä yksi päivä pyöri siellä ja lastenvaunussa oli tämä koira, niin ja. Sitten yksi semmoinen oikein hieno, hienosta rouva tullut sinne kahtille. No voi kai, että tuo sulonen vaava. Ja sitten kun se koira hyökkäsi, kyllä se muuten säilyi se rouva. Voispa nähdä nyt, miten se säilyi. Oh mein Gott, wie er lacht, ey. Dann meinst du gerade, der stirbt gleich vor Lachen hier so. Hey, da gibt's Schwämme. Endlich hat er aufgehört. Stirb leiser, aber stirb. So, wir nehmen, was nehmen wir denn mal mit? Saft? Nein. Zucker? Nein. Heute kaufen wir mal nur Lebensmittel ein. Ein Haufen Macaronis und Pizzas. So, einmal leer räumen und ja gut. 5 Packungen Wurst oder so. Was kostet denn? Ah ja, das haben wir gut hingekriegt. Danke und auf Wiederhören, Wiedersehen. Wiederhören. Ja, Kooperation, genau. Da steht der Gelbe. Ey, habe ich den so verdellert schon? Ja, ich habe ihn so verdellert. Ja, okay. Da. So. Hier könnten wir uns noch einen Eimer mitnehmen. Aber der würde immer wieder hier stehen bleiben, auch wenn ich den jetzt mitnehme, glaube ich. So, macht die Zündung an. So, ich schnell mich mal sicherheitshalber an. Geglüht ist schon, ja. Ja, ja, Diesel und Glüh, ne? Ich bin noch so in dem Alter, wo das noch kennt. Selber bin ich nie so ein Diesel gefahren, aber aus meiner Kindheit kenne ich das noch. So, zweiter Gang geht eigentlich schon hier anfahren. So, komm her. Ei jumalauta oikeesti. Ei nyt vittu tota satana paska jo kukaan. Toi on ihan pelkkää paska. Heitä nyt pitää.
Schau, das Land wünscht. Ja, und jetzt auch noch frontal fahren, du Dödel. Oh, warte mal, ich hab was vergessen. Ich muss nochmal da hinten rum. Oh, jetzt hänge ich wieder gerade an einem Baum, der Masse hat, Mensch. Weil hier ja nicht alle Bäume Masse haben. Wir machen unseren Job hier hinten natürlich noch fertig. Nee, der war es nicht. Der ist immer noch nicht zu Hause. So, kommen wir hier irgendwo durch. Ja, hier. Jetzt aber auch falsch. Ja, der Depp kommt wieder. Ja, du Sack, du Blöder. Fahr weiter, du Dödel. So. Jetzt bin ich total falsch. Hey, du Arsch. Na toll, jetzt bin ich in so einer blöden Kuhle drin, oder was? Na, dankeschön. Boah, es ist laut, ey. Dem ist eine Mucke. So, warte mal. Also, der am Sportplatz, da waren wir am Pumpen und dann hatten wir voll. Das wird der am Sportplatz, oder? Ja. Okay, den haben wir jetzt umsonst ein wenig abgepumpt. Dankeschön. Solche Momente hasse ich dann, wenn das passiert. Jetzt habe ich dafür nichts bekommen. Der ist auch nicht zu Hause. Aber egal, ach, der Grüne hängt immer noch da fest. So, ich würde mich jetzt mal hier hin tun, um die Teile, die ich in meiner Tasche stecken habe, hier mal hier wegzulegen. Und zwar das Ratschenset. Okay, das war am Boden geschmissen. Das wird eh durchfallen, ich weiß es wieder. So, was haben wir noch? Dann haben wir den Bucket, den können wir auch mal da lassen. Der kann ruhig hier stehen bleiben, ja. Die Tür. Die packen wir mal auf die Seite hier. Dann haben wir hier einen Kasten Bier. Da ist eh nicht mehr so viel drin. Aber gib mal her einen. Gib mal da so einen Kolben her.
So, was haben wir noch? Den Gasoline Tank. So, dann haben wir einen Fender Left. Was ist denn der Fender? Das ist doch... Ach so, das Ding hier. Schmeiß mal alles mal hier aufeinander. Dann haben wir noch eine Tür. Hoppala. Steht's auf, ja, die Plüschwürfel. Naja gut, die brauchen wir nun wirklich nicht. Hier fehlt eigentlich bloß noch ein Ladegerät. Die Plüschdinger, die haben mich schon immer genervt. Der Benzintank. Kann man aber hierher schmeißen. Das Warndreieck hierher. Den hier hierher. Den Kofferraumdeckel hier hin. Da hängt auch ein Teil von Nummernschild dran. Dann den anderen Fender. Hierher. Was haben wir noch? Würste, Kohle, okay. Na, das Fuel, das Two-Stroke Fuel können wir auch mal hier stehen lassen. Zweitaktöl. So. Jetzt haben wir noch ein wenig Hunger, aber das geht noch. Wir legen uns mal schlafen. Ja. So, jetzt ist es finster. So, wie spät ist denn das? 2 Uhr nachts. Puh, toll. Das habe ich fein hinbekommen. Mach hier mal ein Licht an. Dass ich hier ein bisschen was sehe. Können wir da ausmachen eigentlich? Mal ein bisschen Brunzen noch nebenher. Da ins Eck. Warum kriegt der jetzt auf einmal Durst, wenn er pinkelt? Das ist ja lustig. Das ist dein eigener Urinsaufen. Soll sogar gehen, aber ja. Ich habe mich voll gebrunst, so. Stress haben wir jetzt. Ja, wir haben gerade kein Auto zum Putzen. Weil jetzt müssen wir halt leider wieder zum Klimmstängel greifen, das ich eigentlich vermeiden möchte. Ich möchte hier kein schlechtes Vorbild geben. Ja, wer das Spiel spielt, ne, kommt da um so manches gar nicht rum. Ist er jetzt eigentlich da, der Typ, oder ist er nicht da? Und die Kinder spielen auch noch nachts um 2. Ne, der Typ ist nicht da. Moment, warte mal. Jetzt müssen wir was checken. Ja, wir hängen an der Hausecke. Alles klar. Ich muss mal kurz ins Apartment gehen. Oh, haben wir das Licht brennen lassen? Wir haben ja hier auch ein Telefon. So, lass mal sehen. Also wir haben definitiv noch die 2 Jobs hier zu erledigen.
Hallo, hallo. Der Fernseher geht ja auch eigentlich, aber da haben wir auch keine Fernbedienung für, ne? Ah je, die Musik hier dazu. Ja, my summer kein Fernseher, ja, da draußen orgelt noch der Laster. Alles klar. Das ist geil. So, ganz nah ran hier, ich möchte das Testbild sehen. Okay, passt schon. My Summer Car. Ja. Ah, die Lichtschalter leuchten sogar. Das finde ich gut gemacht. So, kann ich mich jetzt nochmal kurz hinlegen? Ja. Nochmal geschwind hinlegen, auch in der Lasterorgel. Ich will das ein bisschen heller haben jetzt schon mal. Ne, es klingelt kein Telefon. Schade, schade, Marmelade. Hier machen wir das Licht mal aus. So. Passt. Na gut, so hell ist es jetzt auch nicht geworden, aber ja. Heller wie vorher. Wir haben 4 Uhr jetzt. Ja, der Typ ist immer noch nicht da. Ich glaube, wenn man auf den Typ wartet, dann ist er auch nie da. Bei dem gucke ich jetzt nochmal geschwind rum. Hoppala. Der ist aber auch nicht da, oder? Nö, das Studio ist leer. Mist. Tuesday haben wir jetzt schon, okay. Ja, was mache ich denn jetzt? Ist blöd, wenn der Job hier nicht erledigbar ist mehr. Ja, jetzt bleibt uns eigentlich bloß noch, dass wir heimfahren, oder? Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Hätte es sein können, dass das Satsuma inzwischen dann repariert ist. Ja, das ist bestimmt so, wenn wir daheim ankommen, macht es düdelüdelüd und dann, ja, wir können ihn wieder abholen. Also Erdbeerenpflücken, das ist auch so ein Geschäft, das haben wir mal probiert. Es ist total lahmarschig, finde ich. Also ich brauche es nicht unbedingt. Man kann sich da ja noch ein bisschen upskillen, aber ja. Muss ich nicht unbedingt haben. Wir machen es vielleicht mal irgendwann nochmal, aber nicht heute, nicht morgen. So, ich heize mal wieder eigentlich viel zu schnell. Mit 60 ist zwar schon gut, okay, ja, aber mit 40 reicht. Oh! Boah! Oh mein Gott, hat er mich jetzt erschreckt, der Hirsche? Oder Elch?
war ein Elch, oder? Na, wir haben ja hier auch diese Hütte da jetzt von dem Piggy da. Aber die bringt uns nicht viel, da können wir zwar speichern, aber da haben wir kein Telefon. In der Früh, da fährt er mit seinem LKW um, ja. Bitte nicht ausschränken hier. Das habe ich nicht so gern. Naja, umkippen, das brauchen wir nicht. Das habe ich schon oft genug gehabt. Das muss jetzt nicht schon wieder sein. Die Scheibe ist ja immer noch draußen, weil ich noch nicht gespeichert habe. Neu geladen. Licht aber an. So, und jetzt über die Brücke und sonst nichts anderes. Jo, hat fast eingefädelt. Weiter geht's. So, der Kiefer, wo der da stehen hat, von der Farbe her, wird mir besser gefallen mit der hier. Ich weiß nicht, also diese rote Farbe, die macht mir irgendwie da ein bisschen mehr Spaß. Ja, ich weiß nichts. Waren Reifenspuren, die nach draußen geführt haben. Also es könnte sein können, dass es noch von unserem Auto ist. Haben wir es da abge... wir haben es doch, wir haben sie abgelegt. Wir sind ja dann erst nachträglich auf der Landstraße weitergefahren. Wow. Alter Schwede. Alter Finne. Wellen drüber. Na, jetzt kommt wieder gleich Nolla. Ich rauch mal eine, muss leider sein. Sonst dreht er uns gleich mal nach Hohl. Ah ne, er hat nicht nur noch Nolla gesagt. Der ist auch immer da, der Typ da. Den man ab und zu heimbringen muss. Aber den Job hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Ja, beim Fahren rauchen. Fenster runter und rauchen, ne? Nein. Das war aber arschknapp. Halt! Warum hältst du denn jetzt? Warum bremst du denn so arg? Ja, weil da was liegt. Ich habe noch einen Brocken vom Auto gefunden.
So, das ist der Heckspoiler oder der Frontspoiler, was auch immer. Frontspoiler. So, einpacken. Den keiner braucht, der ständig abfliegt und keinen braucht. Ich wusste doch, dass irgendwo noch was rumfährt. So, und jetzt hier knicksen. Knick-knack, 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 knick-knack. So. Jawohl. Und weiter geht's. So, nicht so schnell fahren hier. Sagte er und drückte aufs Gaspedal. Da vorne geht's wieder abgeknickt. So, hier gilt eigentlich eine 40, aber wir fahren schneller. Das kontrolliert hier eh keine Sau. Ein bisschen schneller sein wieder zu. So, mit Anlauf den Berg hoch nämlich. Oder den Hügel halt. Also diese Straße hier, die kommt mir sehr so vor wie unsere kleinen Landsträßchen. Also es gibt auch bei uns bei so kleinen Örtchen so Ortsverbindungswege. Und die sind genauso schmal und eng. Oder noch nicht mal richtig ausgeteert oder so. Oder wenn geteert, sind sie halt richtig schmal und haben noch nicht mal hier einen Strich in der Mitte, dass man sieht, aha, wo ist meine Seite, wo ist die andere Seite. Und wenn du da dann vorbeifahren willst, oh je. Da musst du dann halber immer aufs Bankett fahren, damit der andere mal vorbeikommt. Solche Straßen hasse ich generell. Dann sind die ja noch so schön kurvig. Wenn du die Strecke nicht so kennst, dann kannst du da halt auch nur langsam fahren. Also es wird geraten, langsam zu fahren. Man weiß ja nie, was so aus dem Busch springt oder so. Oder wo die nächste Kurve kommt. Da lieber eine schöne Bundesstraße fahren. So, ich muss mal kurz hier den Briefkasten checken. Und wir haben eine Telefonrechnung von 120 Merker, wie immer. So, den Rechner, den brauche ich nicht, der kostet 6000 und ein paar zerquetschte. Und da kann man nicht online irgendwelche Teile bestellen, das bringt einem also gar nichts. Zumindest habe ich nur daraus gefunden, wo ich das schon mal privat hatte, dass ja, das nichts bringt einfach. Hui, im dritten Gang anfahren geht hier also auch ganz gut. Ah, das Telefon. Aber es hat schon wieder aufgehört zu klingen, ich glaube. Ja, es hat schon wieder aufgehört zu klingeln.
So. Ja, ich habe mir jetzt doch fast schon gedacht, habe ich das halt noch zu euch gesagt? Wenn wir heimkommen, wird das Telefon klingeln. Tja, gut, wenn es was Wichtiges war, der ruft wieder an. So, da kann man Luft machen, da kann ich mal. Ich mag das, wenn hier alle Türen zu sind, das ist. So. Gut, jetzt könnten wir eigentlich mal noch was essen. Ich hätte da was in der Tasche stecken. So ein paar Würstle. Die mache ich jetzt nicht heiß. Wir haben ja jetzt keinen Stress mehr. Jetzt haben wir Durst wie Sau. So. Da hebe ich meinen Kopf unter das Wasser. Jawohl. So. Jetzt hat er ein bisschen fertige EU, aber das ist jetzt früher Morgen hier. Und ansonsten haben wir noch die Grillkohle. Die Grillkohle können wir mal. Ja, die stellen wir mal raus. Ne. Nicht in der Wand rumbacken, das ist nicht so schön. Hot Mainen! Ja, steht hier drauf. Ja, Moment, ich komme gleich. Ach, was soll das? Bleibt so stehen. Ja, hallo. Gratulatione, ich war gerade vor Ort noch und ja. Hätte ich mal angehalten und. Aber das ist doch noch nicht so spät, dass der jetzt hier. Naja, gut, ich komme Flitari. Aber nicht jetzt gleich. Jetzt bleiben wir erstmal kurz daheim. Wir wollen nämlich ein bisschen Dusche und die Tasche auspacken. Man sieht es ja aus. Kraut und Rüben, ey. Das ist ein Dreck dagegen. So, die Shopping Bag. Wenn die jetzt hier aufmachen, meint er, das wird was? Und go! Ja, geht. Ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwas in der Garage jetzt gelandet ist oder wo es hinlegt. Geht hier? Ne, es geht nicht in die Garage, es geht darüber. In den Schrank hier. Ich kontrolliere mal. Ne, es scheint alles okay zu sein. Ja, da unten sieht man noch Wasser, das ist Grundwasser. Ja, wir haben uns nach Hause nämlich auf Stelzen gebaut und wahrscheinlich ist der Bucket auch schon wieder durch. Was ich jetzt noch geschmiert machen möchte, dann lasse ich euch auch in Ruhe. Ich möchte noch schön duschen, dass wir wieder sauber in die nächste Runde starten können. Währenddessen kann ich nochmal ein bisschen brunzen. Abwasser ist Abwasser. Eigentlich müsste man bei der Dusche auch noch so ein bisschen Stress abbauen und so. Ich finde es immer ganz angenehm, so unter einer schönen Dusche drunten und sich so ein bisschen von den Wassertropfen massieren lassen hier. So. Okay, also definitiv der Bucket ist fertig hier. Das fülle ich jetzt aber nicht mehr ab, da habe ich jetzt keinen Bock mehr. Da mach mal die Tür zu hier, so. Ja. Ja, ach, da haben wir ja auch noch meine Schande hier. Da haben wir ja auch noch einen Haufen Bier stehen. Hier haben wir überhaupt keinen mehr stehen. Warte mal. Also wenn wir eins haben, ist es Bier. Wir können hier eine richtige Party feiern. Ein paar Leute einladen. Die Eltern sind ja eh weg und kommen so schnell nicht wieder. Die kommen nie wieder wahrscheinlich. Ja. Ah ja, da haben wir ja auch noch was liegen zu essen. Alles klar, da haben wir noch eine Pizza liegen und Macaronis. Lass ich mal hier. Gut, Leute, dann sage ich mal wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Mehr geht es natürlich wieder beim nächsten Mal. Müsst ihr unbedingt da wieder dabei sein. Wenn es wieder heißt hier MSC My Summer Car. Tschüss, sagt euer Lego.